Dr. Pezeshkian, und der hieß Positive Psychotherapie. Und ich habe mich da in diesem Kurs sehr wohl gefühlt. Warum? Ich war als Student oft im Orient. Ich war in Persien, ich war in Pakistan, ich war in Syrien, ich war in der Türkei, ich war im Libanon und fühlte eigentlich mich von dem sehr angesprochen, was Dr. Pezeshkian damals so gebracht hat. Diese Mentalität liegt mir irgendwie nahe. Vielleicht war ich in einer meiner früheren Inkarnationen, weiß nicht, persischer Großfürst oder irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht. Aber ein Satz, und da möchte ich mal vorgreifen, der ist mir so in Erinnerung geblieben, den habe ich immer wieder zitiert. Das war für mich eines der schönsten Definitionen, die ich je in meinem Leben gehört habe. Die darf ich schon mal vorwegbringen. Professor Pezeshkian hat damals einen Satz gesagt, eine Frage, hat gesagt, was ist Kleptomanie? Wissen Sie das? Ich will es Ihnen sagen, seine Definition. Kleptomanie ist die Kunst, etwas zu finden, bevor es ein anderer verloren hat. Ja, ich freue mich jetzt, Professor Pezeshkian, dass Sie uns mal aus Ihrer interkulturellen Weisheit etwas zum Besten geben. Okay, inzwischen wird der Projektor etwas heller. Kann man das ganz hinten in der letzten Reihe auch sehen? Ich denke ja, ne? Liebe Herr Maiwurm, liebe Herr Kollege Dr. Volkmer, liebe Anwesende, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wie bei Ihnen, auch eine positive Gruppenarbeit erreichen werden. Nach diesem orientalischen Spruch, wer alleine arbeitet, addiert, wer mit anderen zusammenarbeitet, multipliziert. Das heißt, geht es hier darum, wie wir verschiedene Ansätze sinnvoll miteinander verbinden. Viele sagen, wir machen das schon mehrere Sachen, aber sinnvoll. Diese lässt sich auch durch einen Spruch von Pascal beschreiben, was heißt das Einheit. Der Mensch hat alle Ursachen, sich selbst vor den wunderbaren Gegenstand der Natur zu halten. Er vermag nicht zu begreifen, was der Körper und noch weniger, was der Geist ist und an allen wenigsten, wie ein Geist mit einem Körper verbunden sein kann. Ja? Ein Applaus für ihn, ja, wirklich, ja. Das bedeutet hier, dass wir tatsächlich in der Arbeit ob man psychotherapeutisch vorgeht, psychosomatisch oder dann nur mit somatoformen Sachen, Krankheiten sich beschäftigt, immer die Frage steht dann, wie man diese drei Aspekte, was Sie auch in Ihrem Referat sehr schön auch zum Ausdruck gebracht haben, bringen kann. Ich bin, liebe Anwesende, in Wiesbaden tätig, seit 39 Jahren. Und wir haben seit 37 eine Wiesbadener Weiterbildungskreis und eine Wiesbadener Akademie für Psychotherapie mit 45 Dozenten jetzt, wo wir bis jetzt etwa 38.000 Ärzte für Psychotherapie und Psychosomatik fort- und weitergebildet haben. Davon 3.000 nach dem neuen Gesetz sind Psychologen und Pädagogen.
Unser Ansatz ist zwei Arbeiten. Das bezieht auf meine Untersuchungen in 33 Kulturen. Was haben alle Menschen gemeinsam? Das ist Bewusstsein, kollektives Bewusstsein. Und wodurch unterscheiden sie sich? Und über diesen Ansatz würde ich verstehen, individuelle Bewusstseinserweiterung und das kollektive oder die kollektive Erweiterung möchte ich Ihnen sagen. Ein orientalischer Spruch besagt, die tiefen Schärfe entwickelt man erst, wenn man mit beiden Augen sieht. Ja? Wir sagen, das rechte Auge ist für die subjektive Wahrnehmung. Das linke Auge ist für objektive. Und wir haben ein drittes Auge, hier dazwischen, in der Pons Cerebri, die unterscheidet, wie man beide miteinander integriert, wie man davon Gebrauch macht. Also wir haben nicht nur zwei Augen, sondern drei Augen. Kennen Sie die Geschichte? Ein Angestellter kam zum Chef und sagte, Herr Doktor, darf ich Sie unter drei Augen sprechen? Sagte, wieso drei Augen? Sagte, ja, ein Auge habe ich auf Ihre werte Tochter geworfen. Ja. Um diese beiden Augen miteinander sinnvoll verbinden, sehen wir, damit man nicht tot ernst wird, Fatalismus oder andere. Was Sie gesagt haben, ist Anwendung von Humor. Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, wenn es ernst wird. Wie Sie, wir sind immer, in der deutschen Sprache gibt es ein wunderbares Wort, todernst. Wie Sie, wenn man sich über jemanden ärgert oder über etwas, wie Mimik sich ändert. Als Psychiater, wir arbeiten mit Mimik, Gestik und so Bewegungen. Völlig die Stimme ändert sich dabei, weil man tot ist. Gerade unser Ansatz ist, wie man dies in verschiedenen Disziplinen einbeziehen kann. Ich habe, als ich dann in Frankfurt damals, als ich in Freiburg studiert habe, ich war vorige Woche in Freiburg, eine große Veranstaltung war, weil ich vor 50 Jahren in Freiburg angefangen habe, Medizin zu studieren. Dort damals habe ich erzählt, zwei Sachen waren für mich wichtig. Einmal diese nonverbale Teil, wenn jemand mir so gemacht hat, ich dachte, er begrüßt mich. Das war nonverbale Teil, bräuchte niemand zu sagen. In den orientalischen Kulturen, das ist ein Zeichen der Begrüßung, Zuwendung und so. Erst später habe ich verstanden, dass dies bedeutet, dass man alle Tassen nicht im Schrank hat. Ja. Das ist diese nonverbale, wenn ich Ihnen das Bild zeige, das ist der nonverbale Teil. Hier. Wo habe ich. Hier. Das ist dieser nonverbale Teil, das ist für diesen Teil nonverbal. Jetzt war auch verbal, ich habe damals als Student gelernt, manche lernen nie, manche lernen noch später. Diese verbale Teil habe ich nicht verstanden. Als ich Psychiater wurde, habe ich verstanden, was bedeutet, dass viele Menschen viele Dinge wiederholen, egal was für Methode man anwendet, wie nett Mama oder Papa oder Leute sind, trotzdem wiederholen das neurotische Konzept. Also diese beiden Teile haben mich angeregt, überhaupt mich damit zu beschäftigen, erst wer der Mensch ist, und zwar das positive Menschen bekommen wir. In Frankfurt der Universität, als ich dann Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik gemacht habe, die Beziehungen zwischen Kollegen waren so problematisch, dass Psychoanalytiker nicht bereit waren, mit Verhaltenstherapeuten sogar zum Essen zu gehen. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Ja, ich habe gedacht, wie kann man eine Methode entwickeln, dass verschiedene therapeutische Richtungen miteinander sinnvoll machen? Ich habe psychoanalytische Ausbildung gemacht, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Was damals war ein Schiffwort dabei. Alle drei in Ost-Berlin gemacht bei Professor Leonard. Und dann habe ich gesehen, ja, die gehen aber
von Symptomen aus, von Störungen hauptsächlich aus. Freud sagte, erst wenn man das Krankhafte studiert, lernt man das Normale verstehen. Das heißt, erst muss man geschieden sein, um zu sehen, wie gut ist eine Ehe. Erst muss man ein Gefängnis gewesen sein, um zu wissen, was Freiheit bedeutet. Erst muss man einen Herzinfarkt gehabt haben, um zu wissen, was körperliche Gesundheit ist. Also diese Ausgehen von Psychopathologie alleine, was Sie auch sehr gut dargestellt haben, reicht das nicht. Und deshalb war mein Versuch, was haben alle Menschen gemeinsam, wodurch unterscheiden sie? Das war vor 42 Jahren. Nur, dass Sie wissen dann dabei. Und wir versuchen, jetzt habe ich gesehen, dass in orientalischen Kulturen der Arzt wurde nur honoriert, wenn der Patient gesund war. Und dieser hat mich angeregt, das heißt schon, das war vor etwa 2500 Jahren, dass man salutogenetisch vorgegangen ist. Wird leider wenig diese Version hergestellt dabei. Und ich habe gesagt, wie kann man ein Modell entwickeln, das die Gesundheit in den Vordergrund stellt und dann nachher dann auf die Krankheit umgeht. Und dieser hier war auch ein wichtiger Ansatz für mich, wie man im Orient früher mit Geschichten auch gearbeitet hat. Sie kennen alle die Geschichte 1001 Nacht, wie diese Prinzessin den kranken König geheilt hat. Und das war für mich sehr wichtig. Und nachdem ich gesehen habe, wie Goethe krank wurde, Ängste, Phobien, Depressionen hatte, durch das Lesen von 1001 Nacht, auf einmal wusste er, wie der mit dem zweiten Band seines Buches Faust fertig wird, sagte, jetzt weiß ich Bescheid. Und dann hat sich mit persischer Literatur beschäftigt, hat Persisch gelernt und hatte das Buch veröffentlicht, wunderbar für die Welt, wer sich selbst, das heißt, westöstliche Divan, in diesem Buch kommt dieses Zitat, wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und deshalb versuchen wir in unserer Arbeit mit der Spruchweisheiten, Geschichten, Humor vorzugehen. Das heißt, wir haben es so gemacht, dass egal was für ein Patient kommt, von Haarausfall bis Fußpilz, ja, egal was kommt, dass wir eine passende Geschichte bekommen, zwei Lebensweisheiten und zwei Anekdoten. Egal was. Viele Psychiater, die wir ausgebildet haben, sagen, oh, das ist unvorstellbar, was hat Geschichte mit der Psychiatrie zu tun. Aber die sagen heute, man muss Geduld haben. Nach dem Spruch, Geduld bringt Rosen, Ungeduld bringt Neurosen. Ja? viele sagen, ich kann meine Arbeit heute ohne Anwendung von Geschichte und Lebensweisheiten nicht anzuwenden. Da haben Sie gesehen, dieser große Fachmann, vor 18 Jahren hat er was gehört und wir bleiben dann dabei. Also jetzt will ich Ihnen zeigen, wie wir ein bisschen Bewusstseinserweiterung durch Geschichte und Lebensweisheiten machen, bevor wir richtig auf die Krankheit und Probleme, Störungen, auf, egal aus welchem Bereich. Intelligenz ohne Liebe ist kalt. Hier ist Intelligenz, hier ist Liebe, ja? Beziehungsebene, emotional. Liebe ohne Intelligenz ist naiv. Intelligenz mit Liebe ist Weisheit. Das geht alles dabei, wie wir diese beiden tatsächlich integrieren. Werde ich nachher eine Liste vorlesen, wie wir herausgefunden haben, wer ist klug und wer ist weise. Oft sagt man, wenn man 70 wird, dann ist weise. Ich wurde 70, habe gesagt, wieso, woher weiß ich, dass ich weise bin dann? Habe ich gesehen, das heißt, das ist Wort stimmt nicht. Also man kann als Kind auch weise sein, wenn man richtig diese Dinge von Anfang gelernt hat. Ich komme darauf zurück. Ich will ein Beispiel bringen. Ein Patient kam mit Alkohol, Patient wurde zu uns geschickt dann, ich mache mir Supervision, wir reden nicht so ausführlich erst über die Krankheit. Ein bisschen lassen wir mal erzählen, wir wollen ihn gewinnen, ja, emotional durch Geschichten. Ich habe in diese Folie, werfe ich immer an die Wand mit anderen Folien, wir haben etwa 200 solche Folien und dann, ich habe gesagt, ein Mann, ein Alkoholiker, wo ist mein Glas? Ein Mann saß vor seinem Weinfleische.
So habe ich ihm erklärt. Und er hat sich überlegt, soll ich trinken oder soll ich nicht trinken? Sagte, meine Intelligenz sagt nicht trinken. Mein Gefühl sagt trinken. Also trinken, nicht trinken, trinken, nicht trinken. Mein Intelligenz war der klügere Teil und hat nachgegeben. Als ich das gesagt habe, sagte genau bin ich dann dabei. Ständig mache ich so. Meine Frau sagt, du bist du verrückt. Wie viel machst du so trinken? Trink mal endlich oder hör auf. Aber er konnte wunderbar bringen seine Beziehung zu seiner Frau. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen neutral. Nach 5 Sitzungen bringen sie eine nette Frau mit und wir gucken dann, was sie gemeinsam haben, wodurch unterscheiden sie sich. Und so wurde dann langsam war möglich, dass er längere Zeit immer alleine wegen Sucht behandelt wurde. Auf einmal hat er Vertrauen gefunden und dann konnte er seine Frau einbeziehen. Dann haben wir gesehen, 3 Todesfälle gehabt hat, die niemand in Daten, nur Daten registriert, aber man hat nie bei ihm eine Trauerarbeit gemacht bei beiden. Und übertrug sich auf die Familiensituation, da konnte man konstruktiv das ändern. Was auch bei ihm gut ankam, war dieses Bild, also solche Bilder dann. Zum Beispiel, das sind 3 Steinmetzer. Ein Mann fragte, was machen Sie denn? Er sagte, ich armer Mensch, muss ich arbeiten von morgen bis abend, bis für meine Frau und Kinder was verdiene und so. Der zweite sagte, ich arbeite hier mit den Steinen, damit die reichen Leute wunderschöne Häuser haben. Und der dritte sagte, ich bin so dankbar für diese Arbeit, weil wir hier arbeiten und daraus wird eine Kathedrale gebaut und wir kommen von Zeit zu Zeit dort, beten wir gemeinsam und finden wir das Gefühl der Gemeinsamkeit und freue ich mich sehr. Also diese Bilder, dass das dass Relativität der Werte ist wichtig, dass man durch Bilder und Geschichten auch transparent macht. Und durch viele Geschichten können wir langsam, da brauchen wir etwa 6 Wochen, um die rechte Seite, das heißt der orientalische Teil, das bildhafte Denken bei Patienten zu entwickeln. Ich erkläre das dabei. Und dann bringe ich ein paar Beispiele. In der Schule fragte der Lehrer, warum hast du die gleichen 7 Fehler wie deine Schulfreunde, der neben dir sitzt? Sagte, ganz einfach, weil wir den gleichen Lehrer haben. Ja. Sieh, der Patient, dieser langes Gesicht macht, lacht er dabei und so schrittweise. Und ich sage, aber wenn Ihnen etwas einfällt, dann sagen Sie mir auch dann, ja? So bringen das. Oder der Lehrer fragte, sag mal, wie viel Geschwister hast du denn? Sagte, wir sind 6 Jungs und jeder von uns hat eine Schwester. Also ich sei 12. Nein, 7. Also diese Art, das ist eine Art von Bewusstseinserweiterung, aber in höherer Ebene, bevor wir auf die andere Ebene kommen. Und zwar, die Enkelin fragte, liebe Oma, sag mir, was ist Erotik? Sagte, Schatz, ich habe 11 Kinder auf die Welt gebracht, ich habe überhaupt viel Arbeit gehabt, keine Zeit gehabt, mich mit fremden Sprachen zu beschäftigen. Also diese Differenzierung, ja, irgendwie von dort aus gehen wir nachher, wie ist bei Ihnen? Ich bin verheiratet, aber wissen Sie, gefühlsmäßig ist nicht viel und so. Zu diesen Geschichten kann der Betreffende auf sich beziehen. Sie haben ein Beispiel von einem Arztpatient gebracht. Ein Patient musste operiert werden. Ja. Der Arzt hat versucht, mit all seinen Kurs ihn zu überzeugen, dass diese Operation notwendig ist, mehrmals. Er sagte, nein, lieber sterbe ich, als mich operieren lasse. Der Arzt sagte, manchmal lässt sich beides zusammen machen. Sie, diese Beispiele bringe ich. Wichtig ist, dass man keine Angst hat. Viele Therapeuten, Ärzte haben so viel Befürchtungen. Wie kommt das an? Man muss frei assoziieren und sage ich, wenn etwas Ihnen in den Sinn kommt, sage Sie mir oder bringe Sie mir. Öffnen wir das Tor zur Fantasie, damit man, besonders unsere Frauen, sind sehr gute Therapeuten, aber vorsichtig, die lernen das, ja. Langsam. Wissen Sie, heute
Wir haben unser Ansatz Bewusstseinserweiterung bedeutet bei uns einmal, dass wir von monofaktorielle Sache zu multifaktorielle Ansatz kommen. Sieh hier, da habe ich ein Bild, wo einzelne Teile des Menschen behandelt werden, Gesundheit wird hergestellt, aber die Krankheit ist beseitigt, aber die Gesundheit ist nicht hergestellt dabei. Das ist etwas, was wir wirklich täglich wieder, glauben Sie mir, ich habe Fälle, die 15 Jahre lang, 13 Jahre lang, 10 Jahre lang wegen Rheuma, Asthma, Allergie und so weiter von Therapeut zu Therapeut Arzt geschickt worden sind und jeder hat ein anderes Handeln. Ich will eine Untersuchung sagen, ich habe früher mehrere Mitarbeiter in einer eigenen Praxis gehabt. Ich habe Internisten gehabt, eine war der orthopädisch beordiniert, ich psychiatrisch, eine Verhaltenstherapeut war bei uns auch mehr für Phobien. Wir haben den gleichen Patienten, habe ich es selbst wahrgenommen, ich habe mehr als sicher Psychiatrie, mehr Depression festgestellt. Der andere hat Internist mehr Magenbeschwerden und so. Der Verhaltenstherapeut hat bei gleichen Patienten Phobien festgestellt und ein anderer hat Rückenbeschwerden und so weiter oder Bandscheiben. Und ja, das jeder von uns lernt so monofaktoriell, Menschen werden paralysiert. Das heißt, nur ein Teil wird herausgeholt und wird behandelt. Und das ist das Ziel von uns, wie wir hier das machen. Zweiter Faktor ist, was wir lernen, dass wir langsam von Monokultur zu multikultureller Ansatz kommen. Das heißt, nicht wir nur das Individuum behandeln, müssen wir auch manchmal Mutter, Vater, Partner, Kinder, Kirche, Institutionen, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Verwandte und Politiker und so weiter, je nachdem einbeziehen, dass wir, um einen Menschen richtig zu verstehen. Ich muss sagen, jeder von uns hat in seiner Erziehung was Positives erlebt, auch Negatives. Ich habe was Positives erlebt. Meine Mutter kam von christlichem Hintergrund, Vater von islamischem Hintergrund. Beide haben geheiratet, sind Baha'i geworden, für die Einheit der Religionen, Einheit der Menschheit und so weiter. Wir haben jede Woche eine andere Religion kennengelernt. Das heißt, bei Baha'i ist es so, als Kind muss man 9 Weltreligionen kennenlernen. Jede Woche eine. Und das hat mir als Kind ungeheuer geholfen, ein offenes System zu sein, Einheit in der Mannigfaltigkeit. Das hat mich angeregt auch, wie kann man ein Modell entwickeln, das verschiedene therapeutische Richtungen miteinander sinnvoll machen kann. Ein Professor aus Hamburg hat mir einen Brief geschrieben, das ist wirklich, muss man großartig darstellen. Er hat geschimpft, hat mich attackiert, vor 32 Jahre, in meinem ersten Buch habe ich gesagt, wie Verhaltenstherapie und Psychoanalyse in der Zukunft arbeiten kommen. Ich dachte, dass ich sowas behaupte, das ist und das bedeutet dabei. Also das heißt, aber Sie sehen doch, es ändert sich dabei und wir wollen sehen, unser Ziel ist, warum wir jetzt zurzeit 51 Kriege haben, nach UNO-Bericht. Warum 20% der Menschheit weniger als 1 Dollar pro Tag verdient? Warum 30 Millionen Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben? Und ich habe diese Statistik zusammengestellt. Wir wollen nicht nur, dass jemand zu mir kommt, abnimmt oder seine Ängste oder Potenz in Ordnung kommt, sondern unser Ziel ist, nachher ihn zu gewinnen, was er für sich, für seine Familie, für sein Land und für die Menschheit machen kann. Bewusstseinserweiterung durch diese Sache wieder. Kurz jetzt zusammengefasst ist das, sieht so aus. Bewusstsein, das ist das Ergebnis unserer Untersuchungen in 33 Kulturen. Das heißt, alle Menschen, ohne Ausnahme, unabhängig von Religion, Kultur, Weltanschauung, Rasse, Klasse und so, alle Menschen stehen unter diese drei Prinzipien dann. Ist das Prinzip der Hoffnung, das ist das positive Menschenbild. Hier bedeutet, dass man hier, dass jeder, ein gesunder Mensch ist nicht jemand,
der keine Probleme hat, sondern in der Lage ist, mit den Problemen angemessen umzugehen dabei. Und wir haben festgestellt, das Prinzip der Hoffnung mit dem positiven Menschenbild, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Lebens, was ist Tod, was ist Leben nach dem Tod, ist der Mensch gut oder böse, das entwickelt sich, wenn man als Kind lernt, Religion und Wissenschaft miteinander zu integrieren. Sonst, das ist eine tiefe Struktur für Störung. Entweder wird man Mullah oder wird man ein Nobelpreisträger oder einseitig. Aber nicht integriert ist dabei. Ich will Ihnen zwei Folien zeigen, warum wir das anfangen bei sehr schweren chronischen Patienten, bei Patienten, die borderline sind, die über das positive Menschenbild sprechen. Als Beispiel, ich habe 25 solche Aussagen von Nobelpreisträgern, was die über Religion und Wissenschaft und über Tod und Leben nach dem Tode sagen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Heisenberg, der bekannte Nobelpreisträger in Deutschland, sagte, ein bisschen Wissenschaft macht atheistisch. Mehr Wissenschaft macht religiös und atheistisch. Also hier, nur ein erneuter Glaube an Gott kann die Wandlungen herbeiführen, die unsere Welt vor der Katastrophe retten können. Wissenschaft und Religion sind dabei Geschwister, keine Gegensätze. Und hier bringe ich Ihnen ein anderes Beispiel. Also jedes Bild, das wir bringen, fragen wir, bitte schreiben Sie zu Hause 3 Seiten. Bringen Sie mit. A. Wie fanden Sie diesen Spruch, diese Geschichte und so? B. Was hat Sie angesprochen? C. Wie wollen Sie in den nächsten 4 Wochen auf das Alltagsleben übertragen dann? So, da Sie, der Reformer, sehr schön gezeigt haben, wie Sie sich schon Geschichten und Sachen erzählen, lesen Sie mal die Sache von Goethe vor. Jawohl. Nicht das macht frei, dass wir nichts über uns anerkennen wollen, sondern eben, dass wir etwas verehren, das über uns ist. Denn indem wir es verehren, heben wir uns zu ihm hinauf und legen durch unsere Anerkennung an den Tag, dass wir selber das Höhere in uns tragen und wert sind, seinesgleichen zu sein. Sehr schön. Ja, wow. Nachdem er sich mit Hafez, mit Maulana so stark beschäftigt hat, wunderbar konnte eine Integration zustande bringen, kommt auch in seine Worte wieder. Dass es keine Schande ist, erneut sich mit seiner Weltanschauung auseinanderzusetzen. Vor allem haben wir festgestellt, dass die Hauptursache für die gesamte psychische, psychosomatische und kollektive Probleme der Menschheit ist, mangelnde Unterscheidung zwischen Glaube, Religion und Kirche, also Institution. Verwechselt man. Man ist von Institutionen enttäuscht, überträgt auf Religion und dann sagt, ich bin ein Atheist. Ein Schulrektor wegen Kopfschmerzen kam, ich habe auch EEG gemacht, dachte ich, was ist mit diesen Kopfschmerzen, warum nicht? Und dann, wir sind dann auf seine Familie eingegangen und dann habe ich gesagt, welche Religion haben Sie? Sagte, ist das wichtig? Ich bin ein Atheist. Wissen Sie, was ein Atheist ist? Sagte, ja, ein Atheist ist der Mann, der die Existenz eines anderen Gottes außer sich nicht zulässt. Und er sagt, das gefällt mir. Ja, ich sage, oh, gefällt Ihnen dann? Also schreibe ich auf, nehme Sie mit nach Hause. Und dann sagte er, Otto, jetzt kommt langsam. Er sagte, aber ist niemand bis jetzt zurückgekommen? Ich sagte, ach was, niemand zurückgekommen bedeutet für mich, dass alle sich dort wohlfühlen. Also durch diese Sache habe ich mit diesem schwierigen Mann Beziehung gefunden. Nachher kamen wir auf seine andere Familiensituation, weil der Vater starb, wie er verantwortlich, wie er Geld, Reichtum zum Ersatz Religion gemacht hat, weil er als Kind gelernt hat und dann in 5 Stufen haben wir behandelt. Ich habe dann Ihnen gezeigt, also wichtig ist, dass diese, also es positive Menschenbild durch Geschichten, Beispiele aus anderen Kulturen und durch dann Lebensweisheiten von bekanntesten Persönlichkeiten bringe ich, damit ich ihn gewinnen kann, dass er diese beide miteinander sieht, das integriert. Und dann zeige ich zum Beispiel das Bild hier. Schauen Sie mal, bevor er seine Krankheit ausführlich spricht, wie Menschen in verschiedenen Kulturen mit Krankheit, mit dem Tod umgehen. In Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn jemand stirbt, will er
wenn er oder krank ist, möchte er seine Ruhe haben. Er wird von wenigen Personen besucht. Besucher werden oft als soziale Kontrolle empfunden. Wir haben so oft Mitarbeiter eng. Wir können nicht auch bei vielen zu Hause anrufen. Ja? Während in anderen Kulturen gang und gäbe ist das. In orientalischen Kulturen ist jemand erkrankt, so wird das Bett ins Wohnzimmer gestellt. Der Kranke ist Mittelpunkt und wird von zahlreichen Familienmitgliedern, Freunden besucht. Ein ausbleibender Besucher wurde als Beleidigung und mangelnde Anteilnahme aufgefasst. Das heißt, wir wollen nicht sagen, welche Kultur besser ist, sondern wie, um Kulturen zu verstehen, die Hintergrundinformationen, die uns Möglichkeiten geben, mehr für Verständnis, Verstehbarkeit und dann nachher, wie man das integriert miteinander. Wir haben einen transkulturellen Fragebogen entwickelt. Also das Zweite, von 44 Faktoren, die für psychische Sache, 44 Faktoren abhängig, zuständig sind oder Rolle spielen, der Umgang mit dem Tod ist Nummer 1. Oh, sehr nett, sehr nett. Vielen Dank. Sie sind sehr aufmerksam. Und zwar, Sie, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn jemand stirbt, steht oft mit in der Zeitung vom Beileidbesuch, bitte Abstand zu halten, wir wollen mit unserem Schicksal allein fertig werden. In orientalischen Kulturen, 8 bis 40 Tage lang, besuchen alle Verwandte, Freunde, Bekannte und andere Mitmenschen die Hinterbliebenen und geben ihnen so das Gefühl der Geborgenheit, geteiltes Leid ist halbes Leid. Liebe Freunde, Sie können mir ruhig glauben, nach 45 Jahren Intensivarbeit als Neurologe, Internist, Psychiater, Psychosomatik, ich sehe immer bei chronischen Krankheiten, wenn Sie nicht weiterkommen, langsam gehen Sie auf Thema Tod über. Bei Depressiven fragen Sie, was schon passiert ist, wie haben Sie das bearbeitet? Bei Angst und Phobien fragen Sie, wer konnte sein, dass in den nächsten 2, 3 Jahren krank wird und stirbt? Sie bekommen so viele Informationen, können Sie dort einsteigen mit der Arbeit. Das wird leider fast in alle Therapien diese Sache dann beiseite geschoben. Lesen Sie mal, was in der Gesprächspsychotherapie Tausch gesagt hat, dass es ihm tut leid, dass er das versäumt hat, Patienten nach dieser Sache zu fragen und erst nach dem Tod seiner Frau wurde ihm bewusst, was er versäumt hat. Zweiter Ansatz, das heißt, der zweite Ansatz, liebe Anwesende, ist inhaltlicher Ansatz in unserer Arbeit, Balance-Modell. Das heißt, hier ist dann Bewusstseinserweiterung in Bereiche Weltanschauung, Ideologie, Wissenschaft dabei. Und der zweite Ansatz kommt dann in der Alltagsleben, Prinzip der Balance. Das heißt, wie wir unsere Energie verteilen können. Und das kommt sehr gut an, wenn wir diese Folie ähnliche Sache den Patienten zeigen. Ich sage, Sie und ich, jeder Patient, wir haben etwas Gemeinsames. Wir müssen alle diese Stufen des Lebens durchmachen dabei. Nur Unterschied ist, wie man das durchquert, was man erfahren hat, wie man daraus macht. Mit der Geburt betreten wir einen Lebensraum, der wie wir selbstständigen Veränderungen unterworfen ist. Als Kind werden wir uns allmählich unserer selbst bewusst. Die Pubertät lässt uns in die Erwachsenenwelt hineinwachsen. Der Single wird zum Paar. Beruf und Elternschaft wollen gemeistert sein. Dann werden wir mit der Sinnkrise der Lebenswitte und der Wechseljahre konfrontiert. Der Ruhestand fordert wieder eine grundsätzliche Umgestaltung des Lebens. Und dann das Alter führt uns in die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit und in die Vorbereitung auf den Tod. Diese alle Lebensbereiche, liebe Freunde, haben wir alle. Und das ist der Sinn ist, bevor man mit Patienten intensive, egal körperliche oder seelische, es über diese grundsätzliche Bewusstmacht, das wir haben. Und je nachdem, in welcher Phase des Lebens man etwas erarbeitet hat oder nicht erarbeitet hat, dann muss man nachholen. Aber unsere Aufgabe ist in der Zukunft, was wir jetzt in China, in Indien, in Russland machen, dass alle, die heiraten wollen, 10 Sitzungen diese Informationen holen. Was muss man als Mutter, Vater
berücksichtigen. Ich habe gesehen, wie viele kommen und sagen, Herr Doktor, wenn das wäre, dann hätte ich doch gar nicht so viele Probleme mit meinem Sohn gehabt. Sie sind so nette Eltern, wirklich, einseitig. Oder in der Partnerschaft dabei, wie man den richtigen Partner aus dem richtigen Grund zum richtigen Zeitpunkt findet. Dann, ja? Das ist unsere Arbeit. Und wir, diese macht sich dann bemerkbar in unsere vier Bereiche, das heißt, wo wir dann, in diese vier Bereiche, dass jeder Mensch aufgrund seiner dieser Religion und Wissenschaft, diese beiden Anteile, die wir haben, entwickelt vier, bringt dann vier Qualitäten des Lebens mit sich. Das ist, wenn Sie wollen, das ist körperliche Wahrnehmung, Bewusstsein, das ist dann kognitive Wahrnehmung, Bewusstsein, Erweiterung, das ist Leistung, das war erst Kindergarten, Schule und so, verschiedene Sachen, dann Kontakte, ganz klein, mit, erst mit den Geschwistern, mit Mama, Papa, Oma und so, mit bis Menschen mit aus anderen Kulturen und jeder von uns hat dann hier, das ist emotionale Bewusstsein und hier kommt moralisches Bewusstsein oder moralische Bewusstseinerweiterung. Das heißt, was ist der Sinn des Lebens für mich in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, wenn ich pensioniert bin, wenn mein Partner stirbt und so, was denke ich über den Tod und so. Wir haben festgestellt, ist das fest? Ja. Wir haben festgestellt, im Abendland, vor allem in Deutschland, Schweiz, Österreich, und dann legt man etwa 80% auf Gesundheit und Arbeit. Deshalb kommen viele Ausländer, damit hier sehen, wie man ordentlich arbeitet, also früher gearbeitet hat. Und dann hier, wie man Urlaub macht. Und was zu kurz kommt, in jedem Gutachten schreiben wir soziale Isolierung und Angst vor der Zukunft. In orientalischen Kulturen zu viel hier, 80%, zu viel miteinander, zu viel Allah und so. Und die anderen Bereiche kommen zu kurz. Und beide haben ihre Probleme. Und wir haben wir haben 4600 Fragen entwickelt mit meinen Mitarbeitern über die Vielqualität des Lebens durch Faktorenanalyse im Computer auf 20 Fragen reduziert, sodass man wunderbar, ich habe teilweise hier etwas für Sie mitgebracht, sodass man mit Patienten, mit Klienten, mit eigener Familie das bearbeiten kann, welche Bereiche ist bei meiner Frau überbetont, kommt zu kurz oder bei mir und wie können wir die Sache miteinander das verbinden. Das sieht so aus. Das Zusammenfassung von 2000 Seiten habe ich für Sie hier. Ja. Und zwar, wir gehen davon aus, das gibt es dann in über Geschichten, Lebensweisheiten, das ist eine tiefe Struktur der Bewusstseinerweiterung. Da sind die drei Grundkonzepte gibt es da. Über Körper heißt das, vom Frust der Kindheit lernen wir, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Also, und wenn jemand das nicht mal sinnvoll erlebt, dann sieht Erschöpfungsdepression, sieht, wenn jemand mit einer angezogenen Handbremse fährt. Also habe ich diese Sache so dargelegt, da kann man besser behalten. Der zweite Ansatz, was wir über Beruf, Arbeit lernen, ist, wer schaffen will, muss fröhlich sein. Aber heute gibt es sehr viele, die schaffen, sind nicht fröhlich oder schaffen die nicht, arbeiten die nicht, sind fröhlich oder dann nachher weder fröhlich sind, noch schaffen die dann. Alles ist das Bergphänomen. Jede Kleinigkeit, ach mein Gott, das auch noch dann, ja. Das ist schon Zeichen der Depression. Als guter Therapeut, Arzt, egal, muss man sofort, als nette Frau, meistens Männer haben diese Probleme, sofort muss erkennen, der Mann geht in diese Richtung, durch Überforderung Probleme, depressive Pseudodemenz, der ist 40 Jahre alt, kommt sich vor wie ein alter Mensch dann vor. Der dritte Ansatz des Lebens heißt das für Kontakte, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Diese Menschen, die nicht das berücksichtigen, kommt soziale Isolierung und dann kommt depressive Reaktionen, das Glaswandphänomen. Wenn die reden mit jemandem, ist nicht kommunikativ, ich und du, sondern ich und es. Ja. Und dann kommt das vierte
Konzept des Lebens für die Zukunft ist, jede dunkle Nacht hat ein helles Ende. Das ist ein Motto, die man uns als Kind, dem Kind vermittelt, dass es das Leben, jede Schwierigkeit passiert, nicht nur als Schwierigkeit, sondern auch als Chance, neue Möglichkeiten zu erleben. Diese Leute, die das nicht haben, haben Zukunftsängste, die Zahl nimmt Tag zu Tag zu, das dunkle Brillenphänomen. Die sehen die Welt anders. Und dementsprechend natürlich kommt, dass die ihre Energie einseitig investieren. Der Mann mit der Schulrektor legte über 100% auf Leistung. Bereiche Körper kam zu kurz, hier Kontakt kam zu kurz und so. Da konnte sehr gut erkennen und wir haben gesagt, wie möchten Sie das in den nächsten 5 Jahren haben? Dann hat er Selbstland gezeichnet und das machen wir, dass man diese Bilder im Schlafzimmer an die Wand bringt und alle 8 Wochen ein Profil macht, also Energieeinteilung, wie das ist und dann diese Fragebogen geht das. Der dritte Ansatz, also lassen Sie mal bitte diese so nicht bleiben. Sonst muss ich ständig aufstehen. Ja. der dritte Ansatz war, der dritte und letzte Ansatz ist, wie wir Alltagsprobleme durch ein neues Bewusstsein bearbeiten, um diese 4 Bereiche und unsere Hoffnung wieder in Balance bringen. Da haben wir diese 5 Stufen der Beobachtung, dass man die Fähigkeit entwickelt, Bewusstsein wahrzunehmen. Hier Situation, Problem schildern lassen, zuhören, nicht unterbrechen. Dann zweitens, dass man gezielte Fragen stellt, da kognitive Fähigkeiten, die situative Ermutigung, dass man Beziehungserhalten vorgeht und diese bestimmte Störungen, wie Sie auch definiert haben, auch positiv deutet, wenn jemand Schlafstörungen hat. Ich sage, Sie sind ein sehr wachsamer Mensch. Jawohl, ja. Wer seine Träume verwirklichen will, muss immer wach sein. Was kommt Ihnen in den Sinn? Also immer das Wort muss man sagen, was kommt Ihnen in den Sinn, damit das nicht einseitig wird. Und dann viertes kommt Verbalisierung, wenn man hier, das heißt Bewusstsein, Erweiterung ist, dass man Frage und Antwort vorgeht, Motive herausarbeiten kann. Und 5. Stufe ist Zielerweiterung, dass man zu dem Konzept kommt, der Mensch blickt in die Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Das sind diese, das ist diese 5 Stufen der Selbsthilfe. Und dann das ist diese 5 Stufen der Therapie, das heißt, ganz kurz, Bewusstseinserweiterung im Rahmen der Therapie. Viele, viele Therapeuten hören jahrelang nur so. Das ist sehr gut, aber einseitig. Oder viele versuchen inventarisieren, also Faktoren, die eine Rolle spielen, herausfinden, viele versuchen, situativ ermutigen, viele verbalisieren, dass man Konflikte und manche auch, wie Sie auch Ihre Bilder gezeigt haben, Zielerweiterung, Sinn und so weiter. Hier bedeutet, wir fragen, wir lassen den Patienten eine Dreiviertelstunde erzählen, Beobachtung, Distanzierung, versuchen wir seine Symptome positiv zu deuten mit Geschichten, Inventarisierung, fragen wir, was in den letzten 5 Jahren auf Sie und Ihre Familie zugekommen. Der Patient nennt 10 Punkte. Meine Frau starb vor 3 Jahren. Beruflich habe ich Probleme gehabt mit den Mobbing-Problemen. Mein Sohn hatte seinen Beruf aufgegeben dann dabei. Meine Tochter ist geschieden und so weiter. Also bringen wir mal nicht ein Faktor, sondern multifaktorielle Sache raus. Die Situation fragen wir situativ, wie haben Sie diese Punkte bearbeitet? Oder wie dieser Schulrektor sagte, ich habe alles immer mit Arbeit geleistet. Egal wer gestorben ist oder viel zu viel war. Am Anfang Sport, später nur Arbeit. Das Verbalisierung holen wir 4 Punkte raus, was der Patient mit uns zu bearbeiten hat. Auftrag bekommen wir, dass wir nicht unendliche Analyse machen, zum Beispiel Gesundheit, Beruf, Partnerschaft, Familie und Thema Zukunft, Neuigung. Und 5. Stufe, Zielerweiterung, ist das, was haben Sie vor, wie wollen Sie dann nachher
ihre Sache dann bearbeiten. Und das Bild zeigen wir dem jedem Patienten im Interview, wenn ihnen besser geht, dass ihre Potenzbeschwerden nicht mehr haben, ihre Angst und ihre Schlafdruck, dann werde ich ihre Frau, ihre Familie einbeziehen, gemeinsam, dass sie etwas machen, was sie bis jetzt nicht gemacht haben, dann für ihre Gemeinde, für ihre Stadt, für das Land Deutschland und für die Menschheit, für den Weltfrieden und so weiter da. Und da sind sehr, wir haben nur, weil Sie auch von Qualitätssicherung gesprochen, 33 Ärzte und 4 Psychologen, 2 Pädagogen, haben wir 5 Jahre lang 500 Patienten, aber sehr viele chronische Patienten aufgenommen. Die können Sie auch das sehen hier, welche Patienten wir haben, Depressionen, somatische Diagnose, Sucht, Persönlichkeit, Ängste, Phobien, somatoforme Störungen, Anpassungen. Und haben wir gesehen, die Therapie konnten wir nach diesem Ansatz, was Grabe zu der allgemeinen Psychotherapie nennt, positive Therapie, A, ressourcenorientiert, B, muss dann Aktualisierung des Aktualkonfliktes bringen, drittens muss er aktiv in der Therapeut-Patient mitwirken, viertens Klärungsarbeit machen, also Hausaufgabe und so. Haben wir hier gezeigt, das sehen Sie dann hier, letzte Wirkung war Vergleich mit der Gruppenkontrolle, dass sehr wirksam war. Wir konnten Therapie in 30 Sitzungen bei chronischen Patienten reduzieren. Wir haben den größten europäischen Preis für Qualitätssicherung bekommen in der positiven Therapie. Heißt Richard Merten Preis. Also zum Schluss eine Geschichte für Sie, wie wir Konflikte auch bearbeiten dabei. Das legen wir diese Geschichte den Patienten, dass wir sagen, wie man durch eine Krise gehen muss, um dann nachher zu einem neuen Ziel zu kommen. Der Titel heißt, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Ja, er hat 5 Stufen. Erste Stufe. Ich gehe die Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein, ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld, es dauert lang, endlos, wieder herauszukommen. Die zweite Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es lange herauszukommen. Die dritte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Sie aus Gewohnheit rauchen, essen, aggressiv werden, sich zurückziehen und so weiter. Unpünktlich sein. Und alles, immer das gleiche Sache. Und meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. Ich komme sofort heraus. Vierte Szene. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünfte Szene. Ich gehe eine andere Straße. Sie, ein Mann, der wirklich über 2 Jahre ab psychosomatische Klinik ein Manager war, und so hat man unglaublich viel Kindheit behandelt, später verhaltenstherapeutisch. Als kam, wir 5 Sitzungen gearbeitet haben, sagte, wissen Sie, bei anderen Methoden wurde mir immer gezeigt, wo die Löcher sind. Bei Ihnen habe ich gelernt, wo die neue Straße sind. Dankeschön. Wir haben ein bisschen Zeit, eine Minute, ja. Ja, ich kann ein paar Sachen sagen. Noch nicht. Ja, lieber Professor Peseschkian, das war wieder mal ein Highlight unseres Kongresses. Ja, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich liebe das und hoffe, Sie auch.
diesen Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen, mal unsere westliche Welt aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, das haben Sie großartig gemacht. Sie müssten eigentlich helle Freude haben an dem, was zurzeit bei uns in Berlin passiert. Jawohl, da gibt es zum Beispiel da gibt es eine Jamaika-Koalition. Ich denke bei Jamaika immer an Rum. Da kann nichts werden. Oder gibt es von Harry Belafonte? Krise als Chance. Richtig, ja. Wir lernen, wie man miteinander arbeiten kann. Richtig, ja. Aber es gibt den schönen Song von Harry Belafonte, der heißt Jamaika Farewell. Also es kann eigentlich nichts werden. Aber Sie haben uns so viel aus dem Orient erzählt. Ich möchte Ihnen noch wenigstens ein kleines Bonmot aus unserer westlichen Welt mit auf Ihren Weg nach Hause geben. Robert Koch hat einmal gesagt, wenn ein Arzt hinter dem Sarg eines Patienten hinterhergeht, dann folgt manchmal die Ursache der Wirkung. Und der bekannte deutsche Chirurg sagte, als ich in der Neurochirurgie gearbeitet habe, ich wollte erst Neurochirurg werden, habe ich 3 Jahre gearbeitet in Frankfurt. Dann habe ich später gelesen, er sagte, wenn ein Arzt seine Patienten gute Geschichten erzählt, dann braucht er halb so viel Narkosemittel. Dankeschön. So, wir sind ein bisschen aus dem Zeit daraus, aber ich denke, das war es einfach wert. Sie wollten noch was sagen? Ob Fragen gibt es? Ach so, sind noch irgendwelche Fragen? An Professor Peseschkian. Ganz kurz nur, weil wir sind ungefähr eine halbe Stunde aus dem Zeitplan heraus. Wenn nicht, möchte ich Ihnen aus dem neuen Buch Das Leben ist ein Paradies, zu dem wir den Schlüssel finden können, eine kleine Geschichte vorlesen. Was sagen, sagen wir alle ja, ne? Ja? Ja. Ja, man muss verhandeln im Leben, ja. Okay. Und zwar, ich habe über diese beiden Augen, diese objektive und dann subjektive Sache gesprochen. Erstmals kehrte ein Sohn, der an der Universität Philosophie studiert hatte, nach Hause zurück. Der Vater bereitete ihm einen herzlichen Empfang und ein gutes Essen. Was hast du an der Universität studiert, mein Sohn? Philosophie. Und was ist sie dir nutze, die Philosophie? Oh, die Philosophie ist zu vielem Nutze, erwiderte der junge Mann. Nimm zum Beispiel diesen gebratenen Hahn. Für gewöhnliche Menschen ist es nur ein gewöhnlicher, ein konkreter Hahn. Für uns Philosophen jedoch sind es 2 Hähne, ein konkreter und ein abstrakter Hahn. Ach, ich hätte nie gedacht, dass die Philosophie so nützlich ist, sagte der Vater darauf. Gut, machen wir es so. Ich esse den konkreten Hahn und du verspeist den abstrakten. Ja, liebe Freunde, ich habe einige Unterlagen für Sie hier. Und zwar können Sie mitnehmen über diese 4 Bereiche, über diese Faktorenanalyse und so, dass Sie etwas wissen. Und habe ich einen Artikel veröffentlicht über produktive, wie heißt das genau? Ja. Die Krise als produktiver Zustand. Das ist sehr gut, kommt dabei die Rolle der Politiker, der religiöse Führer, der Wissenschaftler und das Individuum, um diese Einheit zu hervorheben. Das können Sie mitnehmen. Und wir haben eine besondere Gruppe gebildet, heißt das etwa 3x3 Tage, lernt man transkulturelle Psychotherapie bei uns, mit positiver Psychotherapie, sodass man einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn jemand will nach Saudi-Arabien gehen, Geschäfte machen, dann erst macht bei ihnen ein Seminar durch. Worauf muss dann in Saudi-Arabien oder Pakistan darauf achten? Weil viele Scheidungen zustande kommen, Herzinfarkt, Depressionen und so, Kulturschock. Und das lernen Sie bei uns. Wenn jemand möchte, können Sie es hier eintragen. Alles Gute. Danke. Auch im Orient sagt man manchmal, der Handel ist abgeschlossen, wir sind zu Ende. Ja. Wir machen eine Pause, ungefähr eine, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Halbe Stunde. Besuchen Sie bitte auch noch.